Hallo Sven, herzlich willkommen zu unserem improvisierten Filmgespräch, das wir Ja. unter ganz besonderen Bedingungen durchführen. Wir hätten deinen Film Q, über den wir gleich sprechen wollen, gern auf unserem Filmkunstfest aufgeführt, auf der großen Leinwand natürlich. Jetzt machen wir das über den Bildschirm, zwangs Corona-Beschränkungen, und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein Filmgespräch über deinen ersten Spielfilm zu führen. Dir geht's gut soweit. Genau. Versuchen wir das mit dem Gespräch. Wie geht's dir unter diesen Bedingungen gerade? Ach, uns geht es eigentlich ganz gut. Also meinen Kindern und mir und meiner Frau soweit. Doch, uns geht es eigentlich ganz okay. Schön. Ja, du bist ja, kommst du eigentlich vom Kamerafach? Wenn ich das kurz mal sagen kann, du hast an der berühmten FAMU in Prag Kamera und Dokumentarfilm studiert. Also auch das Ja. Dokumentarische ist da schon angelegt, und hast dann in Hamburg bei ganz renommierten Regisseuren auch Kamera studiert. Fatih Akin, Rolf Schübel, Haag Boom, Michael Ballhaus, um nur ein paar zu nennen. Und bei Q handelt es sich jetzt um deinen ersten langen Spielfilm, den du als Regisseur gemacht hast. Ja. Ja, obwohl der Spielfilm in diesem Kontext ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil es ist auch ein bisschen Dokumentarfilm. Ja, also ehrlich gesagt finde ich es immer ganz spannend, wie die Leute den Film zuordnen. Weil ich habe das dann mir irgendwann gedacht, so, das sollen jetzt die Zuschauer entscheiden, in welche Kategorie man diesen Film packt. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du ihn beschreiben? Das ist jetzt gemein. Na, ist immer interessant, zu hören, was Festivals sagen. Ich habe den als schon als dokumentarischen Stoff gelesen, und bin aber jetzt doch ein bisschen ins Grübeln gekommen, was an deinem Film sozusagen authentisch ist und was nicht. Und das ist ja auch Ja. ein schöner Reiz dieses Genre-Mixes, den du hier gemacht hast. Es ist ja, wie ein Kritiker gesagt hat, ein Genre-Bastard. Du verbindest dokumentarische, inszenierte und auch animierte Szenen miteinander. Kannst du darüber uns ein bisschen was erzählen? Ja, kann ich, glaube ich. Also, ja, der Ansatz war schon dokumentarischer, weil es natürlich diese Person gibt und die auch noch unter uns weilt, der das so erlebt hat. Und Ausgangsmaterial war, das waren längere Interviews, die ich mit ihm gedreht hatte. Und natürlich war die Fragestellung dann, wie man das bebildern kann. Weil als reiner Dokumentarfilm wäre es, glaube ich, nicht allzu sehenswert oder interessant geworden. Und dann gab es eigentlich recht bald und schnell die Entscheidung, dass da Spielfilmszenen her sollten oder müssten. Und die wiederum sollten aber auch nicht so den Charakter von Doku-Fiction haben. Und dann war so ein bisschen die Zielsetzung, ja auch ein neues Genre zu finden, oder wenn ich das mal so bescheiden formulieren darf. Also ein neues Genre zu entwickeln, mehr oder weniger. Aus diesem Mix aus dokumentarischem und fiktionalen und wo man auch immer wieder längere Passagen hat, wo nur fiktionale Szenen sind und wo uns aber quasi die Originalinterviews wie so ein Erzählton durch die Geschichte führen. Das war so in etwa der Ansatz. Wie bist du denn auf diesen Protagonisten überhaupt gekommen, aus dessen Rückschau die Handlung sich entfaltet? Ja, ich kannte jemanden, der diese Geschichte so bruchstückhaft wiedergeben konnte, und das hat sich unglaublich interessant angehört. Und der kannte wiederum jemanden, der sehr gut mit unserer Hauptfigur befreundet ist und wiederum auch ein engerer Freund von ihm war. Und der war dann so offen und nett und hat den Kontakt hergestellt, und dann hatten wir uns zu dritt getroffen, also mit dem engeren Freund und unserer Hauptfigur, und sind da recht schnell ins Gespräch gekommen. Und dann war eigentlich auch recht klar, dass man da einen Film draus machen kann. Es war sehr einfach tatsächlich. In dem Fall. Ja, das ist ja auch jemand, der unglaublich gut
erzählen kann, der ja sehr detailreich, jetzt sage ich mal, über sein eigenes Leben erzählen kann. Immer angenommen, die Geschichte ist so passiert. Und der sich ja auch durch eine unglaubliche hanseatische Lakonie und Wortwitz und Mutterwitz auszeichnet. Die ganze Geschichte spielt im norddeutschen Raum. Das war natürlich ein großer Glücksgriff für dich, nehme ich an, diesen Protagonisten gefunden zu haben, der über seine Geschichte erzählt. Ja, absolut. Ja. Also ich finde es auch bemerkenswert nach wie vor, dass er so offen war und dass auch daraus einen Film mitmachen wollte. Und ja, es wurde von vielen Zuschauern bestätigt, dass er doch ein großer Erzähler ist, dass man ihm sehr gerne zuhört. Kannst du unseren Zuschauern nochmal sagen, was ist der Inhalt dieses Films? Was ist der Stoff, um den du diesen Film herum gebaut hast? Ja, im Grunde hat unser Original irgendwann den Entschluss gefasst, als junger Bankangestellter, während noch seiner Lehre, weil er eine bestimmte Situation erlebt hat, dass er doch mal ganz gerne eine Bank ausnehmen würde. Aber das nicht unbedingt auf dem klassischen Weg, wo man mit Pistole und Maske reinläuft, sondern irgendwie anders. Und dann später in seinem Berufsleben hat er dann halt eine Sicherheitslücke entdeckt in der Bank, wo er gearbeitet hat, und hat dann zugegriffen und wurde dann oder war Millionär und aus bestimmten Gründen, ja, musste er sein Millionärsleben aber wieder aufgeben. Aber das kann ich jetzt ja nicht auserzählen, weil dazu muss man sich erstmal den Film angucken. Also das ist so im Groben. Es geht auch ein Stück weit um die Entscheidung für die Millionen oder für die Liebe. So kann man es auch noch zusammenfassen. Ja, und man muss vielleicht dazu sagen, dass der Film 1988 angesiedelt ist, also in einer vordigitalen Welt, die uns ja sehr weit weg vorkommt im Moment. Und dass da ein unglaublich genialer Bankraub ausgeführt wird, den man heute so gar nicht mehr machen könnte. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, man müsste sich andere Dinge einfallen lassen. Ich habe, nachdem ich deinen Film gesehen habe, das erste Mal das Wort Couponschneider verstanden. Damit wurden ja früher so abschätzig Wertpapierbesitzer bezeichnet. Aber ich weiß nicht, darf man den Trick verraten, wie diese Bank geprellt wird, oder möchtest du das an dieser Stelle noch nicht erzählen? Ich würde es so formulieren. Es hat auf jeden Fall was mit Coupons zu tun. Das sind halt quasi kleine Dividendenscheine oder kleine Einlösscheine oder die im Grunde Bargeld, was man einlösen kann, abbilden. Genau, das konnte man so in den 80ern noch machen, so, da hat das analog so noch funktioniert. Und ich fand es interessant, ich habe tatsächlich in einigen Vorführungen jetzt noch Banker kennengelernt, die den Film gesehen haben und dieses Coupon-System noch so kannten. Also die auch selber tatsächlich Coupons entwertet haben und sich in dieser Figur ganz gut wiederfinden konnten und sich ganz gut erinnern konnten. Ja, deine Hauptfigur ist ja Bankangestellter und gleichzeitig ist er aber auch Rocker. Und was ich an deinem Film so unglaublich toll fand, war dieser Spagat zwischen zwei völlig verschiedenen Welten, die da erzählt werden. Also ich glaube, da sind wir auch tatsächlich recht dicht an dem Original. Also er hat das tatsächlich so erlebt. Also für ihn war das vielleicht ein Spagat, vielleicht wiederum auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er in diesen zwei Welten gelebt und ja, die Nächte durchgefeiert in seinem Motorradclub und morgens die Krawatte angezogen und in die Bank gegangen und das zusammenbekommen. Quasi Hobby und Freizeit. Also da doch sehr extrem Form oder gegensätzlich extrem Form. Ja. Ja, da prallen ja wirklich Welten aufeinander, auch wenn er sich Komplizen sucht, mit denen er zusammen diesen Coup, um den es letztlich geht, durchführt. Ja, das sind auch Klassenunterschiede, die da über einen Film erzählt werden. Oder Ja, Milieuunterschiede. ja. Ja.
Was an deinem Film sehr schön anzuschauen ist, ist die großartige Ausstattung. Also ein ganz großes Kompliment an Szenenbild und Kostümbild und an die Ausstattung. Es ging ja darum, eine Zeit zu rekonstruieren, die jetzt auch schon wieder 30 Jahre her ist. Vor Herausforderungen standest du als Autor und als Regisseur dieses Films? Ja, also die Herausforderung war, dass wir eigentlich ein sehr, sehr, sehr schmales Budget hatten, um so einen Film zu stemmen, also auch mit dem Szenenbild. Und wir mussten es halt mit wenigen Mitteln hinkriegen, so dass es überzeugend aussieht. Und da hatten wir zum Teil einfach auch Glück, weil wir gute Motive hatten und diese Motive recht günstig benutzen durften. Und dann haben wir mit dem Szenenbild uns einfach auf bestimmte Details konzentriert, so dass man diese Zeit wieder lebendig macht. Und also Johnny Hausmann, der hat das Szenenbild gemacht, der hat das herausragend gemacht, finde ich. Und ein bisschen Inspirationsmaterial war Filme von, weil ich verschaffe es eigentlich auch mit recht einfach schlichten Szenenbildern immer ziemlich zu erzählen oder einfach so eine tolle Stimmung zu erzeugen. Mit wenigen Gegenständen, Requisiten und Farben, die sich wiederholen. Und also das war so ein bisschen unsere Konzeption. Und wir hatten glücklicherweise, hatten wir tatsächlich Originalfotos von diesem Rockerclub. Also ich hatte zwischenzeitlich ein Fotoalbum, wo ich drin blättern konnte. Und da konnten wir uns ganz gut orientieren, also sowohl im Kostüm als auch in der Ausstattung. Diese Fotos sind ja auch teilweise in den Film geschnitten. Also das sind ja Originalbilder von dieser Motorradclique zu sehen. Lass uns nochmal über deine tollen Darsteller sprechen. Du hast als Hauptdarsteller Daniel Michel, den man vielleicht kennt aus Tore tanzt oder Neue Fahr Süd von Hermine Hundgeburt oder ein Film von Lars Jessen, der diese Doppelrolle kongenial verkörpert, finde ich. Wie bist du auf Daniel Michel gekommen? Eigentlich durch einen Tipp. Also es gab jemanden, den ich getroffen hatte, der als Produktionsassistent hätte mitmachen können oder wollen, aber dann ist sich das zeitlich nicht ausgegangen. Und der hatte mir diesen Tipp ge gegeben: Guck dir mal Daniel Michel an, der ist Schauspieler der Band Lied Fat. Und ich kannte den aus dem Kurzfilm, aber da spielt er eigentlich eine ganz andere Rolle und hatte den schon irgendwie auf dem Schirm, aber auch nicht so. Und habe mir dann nochmal Nordstrand angeguckt. Das ist ein ganz toller Film. Und wo mir dann klar wurde, ja, der kann tatsächlich richtig gut schauspielen. Also der hat das drauf. Und der war dann auch schnell dabei. Also der hatte da total Bock drauf. Ja. An einer nicht ganz unwichtigen Nebenrolle sieht man eine sehr bekannte Persönlichkeit nicht nur aus dem norddeutschen Raum, nämlich Rocco Schamoni. Wie hast du das ge geschafft, diesen Allround-Künstler für deinen Film zu gewinnen? Ja, das hat der Daniel eigentlich so eingeleitet, also den Kontakt hergestellt und ja, und auch, die sind in der gleichen Schauspielagentur, oder? Vertue ich mich gerade? Ich meine schon, das hatte auch geholfen und genau, aber Daniel hat das ganz, ganz gut eingeläutet, also Daniel Michel, unser Hauptdarsteller und genau, und Rocco Schamoni war dann für einen Drehtag dabei. War eigentlich sehr amüsant so, der Drehtag mit Ja, ihm. dieser Spaß oder auch dieser Witz vermittelt sich auch wirklich auf allen Ebenen dem Zuschauer, der Zuschauerin. Ich habe lange nicht mehr so herzlich gelacht wie bei diesem Film von dir. Du hast über das relativ karge Budget gesprochen, was dir zur Verfügung stand. Der Film hat auch noch eine ziemlich lange Produktionsdauer gehabt. Ja. Lag zum Teil auch am Budget, aber nicht nur.
Aber was war eigentlich deine Frage jetzt? Ja, ich nehme an, dass du eine Menge Hindernisse oder Ach Herausforderungen zu so. bewältigen hattest, ja, in diesen 4 Jahren oder 5 Jahre, die die Produktionszeit des Films gedauert hat. Ja. Zum einen hat die Montage doch länger gedauert, als ich gedacht hatte anfangs. Wo eigentlich so die Verquickung sehr geschickt hinzukriegen, von dokumentarischem und fiktionalen. Das war ein Grund. Und der andere Grund war wiederum, weil das Budget etwas knapp war. Naja, muss ich ja irgendwie auch noch anderweitig in anderen Projekten Geld verdienen. Ja. Ja, es fehlt uns einfach ein gewisser Posten so in der Schlussfinanzierung, nachdem wir eigentlich schon viele Filmförderungen an Bord hatten. Und es war ein bisschen schade. Dann, ja, hätten wir es schneller hinbekommen. Die animierten Sequenzen, die ja auch sehr schön sind, die haben sicherlich auch noch relativ viel Zeit in Anspruch genommen, nehme ich an. Ja, das hat Xaver Böhm gemacht. Da war es so, er hat einen sehr schönen Kurzfilm gemacht, Roadtrip, kann ich sehr, sehr empfehlen. Findet man auf Vimeo. Durch den bin ich eigentlich auf Xaver gekommen. Der hat dann losgelegt, aber dann hatte der wiederum sein Spielfilmdebüt dazwischen, Oh Beautiful Night, der dann auch tatsächlich auf der Berlinale lief. Und von daher war das auch eine ziemlich lange Arbeitsstrecke, weil er schon an diesem Projekt hing und natürlich auch seinen Spielfilm drehen wollte. Aber so ist es, glaube ich, manchmal mit Low Budget, dass es ja, sich manchmal ein bisschen zieht, aber eigentlich alle total Lust und hoch motiviert sind und aber immer irgendwie auch ihre Zeitfenster finden müssen. Ja, das Ergebnis ist wirklich toll. Du hast für diesen Film auf den Hofer Filmtagen auch einen Preis gewonnen, den Förderpreis Neues Deutsches Kino. Ich hoffe, das war ein gut dotierter Preis, mit dem du vielleicht dein nächstes Projekt angehen kannst. Ja, so ist es. Also, ja, doch, der war ganz gut dotiert und ich bin jetzt in der Drehbuchentwicklung oder für den nächsten Spielfilm oder einen ähnlichen Genre-Mixfilm und hoffe, dass ich das so Mai, Juni fertig geschrieben habe und dann ja, im Spätsommer es finanzieren kann. Ja, das ist jetzt, ich glaube, sogar der zweite Film, an dem, den du gemacht hast, der jetzt ein bisschen so unter der Corona-Pandemie leidet. Du hast auch noch einen Dokumentarfilm gerade eigentlich am Start gehabt über Katastrophenschutz. Der ist leider, glaube ich, auch jetzt durch diese Krise ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Wie stellst du dir oder glaubst du, dass die Kinos irgendwann wieder öffnen können, dass die beiden Filme auch noch mal eine Chance auf der Leinwand haben? Also bei dem Katastrophenfilm, da hatte ich Kamera gemacht, das ist Master of Disaster, genau. Ich glaube, nee, oder kann man auch auf Kino on Demand gucken und verschiedensten Online-Foren. Aber genau, der sollte Ende März starten und ja, und bei Q ist es so, wir haben eigentlich den Kinostart für den Herbst geplant und halten daran eigentlich noch fest und mal gucken, was jetzt so, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Vielleicht müssen wir es nochmal 3, 4 Monate verschieben. Aber im Grunde, ja, glaube ich, peilen wir jetzt schon den Oktober an. Also, kein Mensch weiß gerade, wie das sich alles entwickeln wird. Ne? Klar. Ja, dafür drücken wir dann natürlich die Daumen und bedanken uns ganz herzlich, dass du uns deinen Film für dieses Online-Festival zur Verfügung gestellt hast. Ist natürlich nicht Ja, dasselbe, wie den Film mit Publikum zu gucken, aber ich finde es trotzdem gut, dass der Film sozusagen eben auch noch ein bisschen die Öffentlichkeit findet, die der zweifellos verdient hat. Ja, vielleicht noch ein Abschlusswort für unser Publikum. Naja, ich wünsche euch natürlich jetzt auch ein schönes, ist ja euer 30-Jähriges, ne? Eigentlich wäre es das 30. gewesen, ja. Ja, also natürlich so ein bisschen schade, es jetzt so zu zelebrieren, weil, naja, beim Filmfestival geht es ja darum, dass man eigentlich sich
kennenlernt und trifft und zusammensitzt und so weiter. Und für Filmemacher ist es immer interessant, natürlich live den Film mit Publikum zu sehen und die Reaktion danach oder in den Publikumsgesprächen mitzukriegen. Das ist natürlich sehr schade, also. Aber ich hoffe jetzt, dass dieses Online-Festival so eine Art Trostpflaster ist und gut laufen wird. Danke. Das soll auf jeden Fall den Phantomschmerz spürbar machen, damit wir dann irgendwann alle wieder auf Festivals gehen können und Kinos besuchen können, sobald diese Ja. blöde Pandemie vorbei ist. Ja. Ja, Sven, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für dich und ja, hoffentlich noch viel Erfolg mit deinen Filmen, die du jetzt am Start hast. Mach's gut. Ja, vielen Tschüss Dank nach für die Berlin. Einladung. Hoffentlich mal sehen wir uns dann live während des Festivals. Im anderen Film oder Ja, sehr gerne. im nächsten Film. Sehr, sehr Okay. gerne. Okay. Cool. Mach's gut. Bis Ciao. dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.